Hallo und herzlich willkommen zu Metroid Prime. Habe ich jetzt gerade Prime gesagt? Ich meine natürlich Prime. Ja, im letzten Part waren wir wieder auf die Jagd nach ein paar kleinen Upgrades. Missiles, Energie, Powerbomben, halt das Übliche. Und ja, wir haben eine Meldung gekriegt, und zwar von den Phasonminen. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den südlichen Teilen der Magmahöhlen, um dort, ja, schnellstmöglich zu den richtigen Phasamin zu kommen. Oder besser gesagt, um in den richtigen Abschnitt der Phasamin zu kommen. Dann würde ich auch gerne nochmal die Karte benutzen. Nördlich. Da dann Oberwelt. Eis. Westlich, ne, wir brauchen südlich. Wo ist denn hier südlich? Wo ist südlich, Alter? Ist immer noch Talon Oberwelt, der gibt es doch nicht. Hier sind wir gerade hergekommen. Ach ja, muss ich dann einmal kurz. Ja, wir laufen jetzt einfach mal dahin und hoffen, dass der richtige Fahrstuhl ist. Ansonsten wüsste ich nämlich jetzt nicht, wo wir lang müssten. Und zur Not müssen wir halt ein Stück laufen. Dann ist das halt so. Wir haben auf jeden Fall ein ganzes Stückchen neue Upgrades gekriegt. Boah, 8 Powerbomben. 145 Missiles. Also Respekt erstmal. Und ich guck mal ganz kurz. Wir haben 66% aller Items. Da muss uns erstmal einer nachmachen. Bis zu diesem Punkt. Selbst ihr seid lächerlich. Bin ich euch damit auch platt? Ja, ihr seid die einzigsten, die ich anscheinend überhaupt nicht angreifen kann. Zack und loslassen. Ach. Hier schnell durch. Autsch. Oh, wir müssen noch weiter. Schade, hier kann ich leider nicht abkürzen. Hier müssen wir wieder mit dem Morphball entlang rollen. Keep rolling, rolling, rolling. Ja, und dann können wir uns hier fallen lassen. Ja, und dadurch. Ach komm, mach raus da. Nur unten. Das war knapp. Ja, eigentlich wundert, dass hier nichts ist. Komm, einfach durch da. Haben wir nicht irgendwo ein Rebel B? Da haben wir eine Interstation. Türchen, Türchen, öffne dich. Solche Räume würden sich ja auch eignen, um irgendwelche Items zu verstecken. Aber hier scheint nichts zu sein. Nope. Ja, das haben wir schon geklärt. Wäre nur merkwürdig, dass die Viecher, die hier waren, weg sind. Aufmachen, bitte. Ach. Dankeschön. Jetzt mal schnell durch hier. Mach die Tür auf. Dankeschön. Na, hier wieder. Verbrennt allesamt. Verbrennt. Gesagt, verbrennen sollt ihr. Hier hatten wir alle Upgrades geholt, meines Wissens nach. Komm, auf, Mann, da.
müsste der Fahrstuhl. Fasonmin. Richtig. So, während wir mit dem Fahrstuhl machen, mache ich eine kurze Trinkpause. Ein Fahrstuhlwasser. So. Jetzt komme ich hier auch endlich durch, ohne dass mir was passiert. Guck mal, hier haben wir sogar den kürzeren Weg dorthin. Ansonsten, ja, wir müssen so oder so hier durch. Aber hier kommen wir dann auch quasi, wir können hier das komplette Gebiet dann erkunden. Das ist doch mal, naja, Plasma Beam nützt uns da nichts. Wir müssen jetzt auch keine Missal verschwenden für das Drecksviech. Uah. Den müssten wir ja auch alle gescannt haben. Dürfte uns jetzt quasi nur die neue Rasse fehlen. In Anführungszeichen. So. Wer bist du denn? Ach, da bist du doch schon. Plasma-Beam-Pirat. Weltraumpirat mit Plasma-Beam-Ausrüstung. Wird vermutlich. Ja, ist halt das gleiche wie bei den anderen auch. Nur das halt jetzt mit Asthma. Sind halt gar keine Plasma-Piraten. Haben mich jetzt gerade vertan, hatte ich die echt noch nicht gescannt? Scheint aber rot zu sein. Da müsste ich doch alle schon gescannt haben. Autsch. Ich will dich doch auch gar nicht. Oder sagen, Wavebeam. Nur schön, dass sie jetzt alle hier rumgeistern. Ständig den Beam zu wechseln. Haben wir da noch einen? Wie viel ist das denn? Sieht mir. Powerbeam, okay. Oh, der Wavebeam dürfte ja noch leben, ne? Ach. Plasma wieder. Ah, verdammt. Bin ich froh, wenn der Fasern uns nichts mehr anhaben kann. Jetzt weiß ich auch, warum man eventuell den anderen Weg gehen sollte. Aber. Nee, das kann ich nicht machen. Da komme ich so nicht durch. Und ich habe auch keine Lust irgendwie. Ja, tut mir jetzt leid, Leute. Habe ich gedacht, wir können da mal eben schnell abkürzen, aber denkste. Also müssen erst. Also müssen erst den ganzen Weg retour, um dann mit dem. Ja. Dumm gelaufen. Das ist der Bereich, wo wir vorher waren. Und von hier auch. Ein kleines Stückchen entfernt, zum Glück nicht zu weit. Naja, aber das heißt erstmal wieder klettern. Ich habe heute richtig Bock auf Metroid. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie ironisch oder so. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 6 oder 7 Parts am Stück aufgenommen. Also heute bin ich echt im Metroid-Fieber. Morgen kommt dann ja auch wieder Pokémon eigentlich. Da müsste ich auch noch ein paar Parts machen. Da habe ich nämlich auch leider nichts mehr vorrätig.
Komm. Aber ich meine, an Tagen wie diesen, ja, wenn man erstmal im Aufnahmefieber ist, dann ist man drinne. Und das Schlimmste, was ich mal finde, ist erstmal mit dem Aufnehmen anzufangen. Aber wenn man dann angefangen hat, dann habe ich auch keine Probleme mehr damit. Ach, ihr schon wieder. Oh, hier muss ich durch. Jetzt dann auch direkt zum Fahrstuhl. Dieses Beam wechseln hier. Eine Etage höher, bitte. Ich habe so das Gefühl, dass mein Grabber irgendwie nicht mehr der allerbeste ist oder mein System nicht damit klarkommt, weil selbst ich habe die Asynchronität bei meinem Spielen immer. Aber es geht mir auch so ein bisschen auf den Keks. Ich hätte gerne keine Asynchronität. Das ärgert mich immer so ein bisschen. So, ich muss jetzt nach oben. Ne, ich muss. Wo muss ich denn hin? Da könnte ich hin. Da wäre sogar was. Dann wollen wir das doch erstmal gucken. Dafür müsste ich allerdings, glaube ich, ein höher nur, ne? Ne. Müsste ich ganz nach unten. Und dafür müsste ich ganz nach oben. Ich muss doch jetzt hier zu einem Transporter. Dafür müsste ich. Für den Transporter müsste ich ganz nach unten. Ich bin jetzt gerade irgendwie. Warte mal. Wartet mal bitte. So. Ganz nach unten komme ich dahin, wo ich hin möchte. Möchte ich dahin? Ich weiß es nicht gerade. Hier muss ich. Ach komm, ein nur nach dann. Da komme ich gerade? Hä? Ach, ich bin gerade einen ganz falschen Weg. Ja, okay, dann ist das so. Hab ich wieder mal nicht gebaut, ja. Verabschiede ich mal Metroid. Ach, egal, dann gucke ich erstmal, ob ich. Ach komm. Ja, ob ich das Metroid zerstören kann. Na, verdammt. Danke, CC Cleaner. Finde ich nett von dir. Ach, immer während der Aufnahme. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das jedes Mal in einer Aufnahme auftaucht, sondern dass diese Scheiße jedes Mal passiert, wenn ich am Aufnehmen bin, nur. Komme ich jetzt hier irgendwo hin? Ja, schon mal ein weiter. Ist schon mal etwas. Ich muss direkt ganz nach oben. Wofür brauche ich den gelben? Führt mich der gelbe denn ganz nach oben? Nein, tut er nicht. Der gelbe bricht einfach irgendwo ab. Und wo ist das? Gucken. Wo ist denn jetzt der gelbe Pfad? Da. Das ist natürlich jetzt auch wieder ärgerlich. Das war schon mal eins. Das ist zwei. Hey, doch nicht. Das ist im Zweifelsfall kann ich auch immer direkt. Hier muss ich doch gar nicht hin. Ich muss.
ganz nach unten. Da, wo ich gerade war, ich Depp. Ma, ey. Ja, das ist, weil CC-Cleon mich jetzt gerade auch noch genervt hat. Energie bräuchte ich auch mal wieder. Sieht nicht mehr ganz so rosig aus bei mir. Hat auch geschafft. Na komm, mach die Tür auf. Hallo. Danke. Ah, ich habe jetzt gerade gedacht, was hängt denn da? Aber das ist ja die große Kanone. Ach, da ist noch eine. Icebeam und dann ganz nach unten. Mal da raus aus dem Tiefschlaf. Was bist du denn für einer? Typus, vorgenommen. Phason Elite-Pirat. Elite-Piraten, dem energiereiches Phason verabreicht wurde. Dieser unter starkem Phason-Einfluss stehende Elite-Pirat setzt in erster Linie einen Generator ein, der stark Druckwellen erzeugt. Eine Phasonkanone, wie sie normalerweise von Elite-Piraten verwendet wird, gehört nicht mehr zu seiner Bewaffnung. Die direkte Infusion von Phason in seinen Körper verschafft dem Phason-Elite-Piraten einen enormen Leistungszuwachs, dass die Lebens Wartung dadurch drastisch sinkt. Scheint für das Forschungsteam der Weltraumpiraten kein Problem darzustellen. Boah, bist du hässlich. Aber ich musste dich ja unbedingt entfesseln. Ich glaube, ich werde das jetzt mit allen Weltraumpiraten machen. Dann sind wir sie auf jeden Fall los. Ja, komm schon. Jetzt habe ich schon so einen starken Beam und kann ihn nicht einsetzen, weil du einfach nur am Blocken bist die ganze Zeit, du Homo. Schön, du die ganze Zeit. Autsch! Wie viel hältst du denn bitte schön aus? Geht doch. Mann, du. Und was haben wir denn da? Ah. War auf jeden Fall keine schlechte Idee. Schoso-Artefakt erhalten. Das ist das Artefakt des Krieges. Das 6 von insgesamt 12. Ja, und auch unser sechstes. Das ist doch mal schön. Also, wenn wir nochmal Weltraumpiraten in ihren. Ja, wo muss ich denn hier hin? Achso, hier lang. Ach, ihr schon wieder. Ah, ein gutes Satz. Kann euch verbrennen. Ach, da ist schon direkt der nächste. Sehe kaum was, ey. So, hier durch. Hier werden vermutlich auch wieder welche sein, oder? Nein. Hier sind die anderen süßen Piraten. Frier mal bitte fest, Dankeschön. Eine Powerbombe. Naja.
immerhin Eis. Was kommt als nächstes? Eis. Finde ich eisig von dir. Eis, oh, geht kaputt. Danke fürs Festfrieren. Die Eisfeldraumpiraten sind eigentlich die. Ist das geringste Übel, finde ich. Ja, aber garantiert noch welche. Kommen. So. Wavebeam. Du fängst an zu zittern. Und fang mal an umzukippen. Natürlich bist du unbesiegbar, wenn du runterkommst. Schaden hast du trotzdem gekriegt. Immer lustig, Schaden kriegen sie, aber sind nicht paralysiert wie sonst auch. Komm hier immer noch nicht durch. Vielleicht mit einer Powerbombe? Hier muss ich doch dieses Kraftwerk deaktivieren können. Kraftfeld aktiv, Zutritt nicht genehmigt. Ja, das weiß ich auch. Aber ich möchte da gerne rein. Muss ja auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ohne Möglichkeit geben, dieses Kraftfeld zu deaktivieren. Hm. Ah. Ich schätze mal, so wird's gehen. Hier. Ach komm schon. Tack, 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 tack. Hoppala. Können wir noch mal gucken, was sich hier hinter befindet. Und es ist Flammenwerfer. Ja, das heißt doch, uns fehlen nur noch. Es fehlt uns eigentlich nur noch ein Upgrade. Und zwar das für ein Eisbeam. Wollen wir uns noch mal kurz angucken. Ja. Nett. Und damit würde ich dann auch sagen, ich verabschiede mich für heute und sage. Tschüss.